Hallo Leute, willkommen bei Clever Angeln. Ich habe heute wieder was ich euch zeigen möchte, weil ich es relativ clever finde. Ich habe meine Spinnfischer-Ausrüstung für das leichte und mittlere Spinnfischen aufgeräumt und neu sortiert und wollte euch mal zeigen, was ich so da drin habe. Vielleicht ist ja die ein oder andere Idee für euch dabei, so dass ihr auch ein bisschen cleverer angeln könnt. Ich schneide mir die Kamera um und dann schauen wir mal, was ich so in meiner Spinnfischertasche habe. So, okay, hier ist meine Spinnfischer-Ausrüstung. Fangen wir mit der Tasche selbst an. Das ist jetzt ein Rucksack geworden. Das hat sich am praktikabelsten erwiesen, wenn man viel laufen will. Und tja, hier in den Seitentaschen, da ist dann halt, sind meine Schnurvorräte drin. Hier habe ich verschiedene Zangen, um Schnüre zu schneiden oder Haken zu lösen. Hier vorne ist Totschläger und ein paar Plastiktüten für den Fang eventuell, den ich hoffentlich mache. Hier habe ich so Kleinteile-Kram wie Stahl, Haken, einen Hakenschärfer. Da kommen noch Messer rein und so ein Kram. Hier habe ich ein paar Handschuhe. Es wird schließlich langsam kalt. Auf der anderen Seite ist auch wieder Schnur. Und hier oben, da mache ich dieses hier hinein. Und zwar sind das Wirbel und Snaps in verschiedensten Größen. Die gehören dann hier oben rein. So. Genau. Das hier, das ist eine Lampe. Eine Kopflampe. Die hat einen Bewegungsmelder, so brauche ich, wenn ich die einmal eingeschaltet habe, nur noch mit der Hand drüber wischen und dann geht die an oder aus. So muss ich nicht mit klammen, nassen oder dreckigen Händen mir am Kopf rumfuhrwerken, das finde ich schon ganz schön. So, wie gesagt, das ist die Nachtlampe, die hängt am Rucksack. So. Dann habe ich hier ein Sortiment mit den verschiedensten Jigköpfen, zwischen 17, 12, 10 Gramm und hier sind noch ein paar Chebo-Köpfchen drin oder Schraubköpfchen, verschiedenste Hersteller, was mir so gerade gefallen hat oder was im Angebot war. Wie gesagt, das sind meine Bleiköpfe, die kommen, weil sie die schwersten sind, bei mir ganz nach unten. So, dann habe ich hier ein Sortiment für Carolina und Texas, ne, die Bullet Weights, ein paar Plastikperlchen bzw. Glasperlen, Wirbelchen. Hier habe ich Cheburashka-Köpfe, falls ich mit Chebu angeln möchte. Meine Dropshot-Bleie in den verschiedensten Größen, auch wenn gerade eins runtergefallen ist. Ne? Die meisten sind 10 Gramm, ich habe auch ein paar 12er, ein paar selbstgegossene und ein paar kleinere in Tungsten. Je nachdem, was man so braucht, bin ich da flexibel. So, hier haben wir fertig aufgeweckte Gummifischchen, verschiedenste Farben mit meistens zwischen 6 und 10 Gramm Köpfe, so dass ich nicht erst zusammenbauen muss. So, dann habe ich hier ein paar Spinnjigs. Hier, das sind so Bleikopfspinne, die sind ganz cool, die nehme ich ganz gerne. Vor allen Dingen von der Firma, die nur Zwillingshaken dran macht. Ich zeige euch auch mal kurz wieso. Ich hoffe, man kann das so ganz gut sehen. Und zwar, wenn der Fisch über Grund gezogen wird, dann legen sich die Haken quasi rechts und links an den Fisch an. Und der dritte Haken nach unten fehlt. Das gibt weniger Hänger, weil so ein Ding kostet auch 5 Euro. Man muss es ja nicht wegballern. Dann habe ich noch so ein, zwei von meinen Lieblingswobblern da drin. Und auch hier wieder ein paar Gummis. Hier, das sind mal welche, die sehen aus wie ein Zander. Und was weiß ich, 1000 andere Sorten und Varianten eben.
So, und als letztes für unten in den Rucksack, das sind alles verschiedene Haken in den verschiedensten Größen. So kann ich die an die Chebu-Köpfe hängen, beziehungsweise für die Screwjigs oder für die, also für die Schraubköpfchen, die nur, die keinen Jig-Haken haben, sondern nur Gewinde. Oder eben zum Dropshotten. Das sind jetzt die ganz großen. Und hier für, wenn ich mit Rotwürmchen oder einem kleinen Tauwurm angeln möchte, eben die kleineren. So. Damit ist das untere Fach voll. So. Die Tasche kann zu. Okay, jetzt habe ich noch hier oben ein großes Fach. Hier habe ich eine Vorfachtasche mit ein paar fertigen Dropshot-Vorfächern oder Carolinas, was ich so übrig hatte, weil ich angle manchmal mit Snap und einem Vorfach, damit ich schnell wechseln kann. Und ich schmeiße das nicht immer weg, sondern wickel die halt da rein. Weil da so viel Platz noch drin ist, habe ich natürlich die verschiedenste Auswahl an Gummivorräten, die, glaube ich, jeder Spinnfischer so ein bisschen hat. Hier so ein paar lilane eben. Hier sind jetzt gleich drei Sorten drin. Ne, lila, grün und Kartosegrün. Hier ein bisschen mit Flitterkram. Hier sind jetzt braune Würmer. Die haben hinten so ein ganz kleines Paddelchen dran. Die finde ich ganz schick. Hier wieder normale Gummifischchen in 8 und hier die sind 10. Ups, die sind offen. So. Dann haben wir hier noch ein paar kleine Würmchen, auch mit Paddelschwanz. Die haben sich im Moment ganz gut bewährt. Rosa muss immer mal sein, weil, keine Ahnung, Viecher scheinen drauf zu stehen. So, und hier habe ich noch die etwas dunkleren und natürlicheren, gedeckteren Farben. Eine Auswahl an verschiedenen. Hier sind diesmal die öligen. Da ist irgendwelche Fischöl oder sowas dran. Und mit Duckfin, die finde ich ganz lustig zum Teil. So, das war's auch schon fast. Hier habe ich noch mal ein paar Leuchtengrüne. Hier ein Lieblingsköder-Nachbau. Diesmal ist es keine Lieblingsköder, ich mache keine Werbung. Ne? In etwas größer. Damit ist die Tasche schon fast voll. Nur obendrauf habe ich noch eine Besonderheit. Wenn ich nicht mit dem Rucksack rumlaufen will, dann kann ich mir das hier um den Hals hängen. Hier sind so 1-2 Varianten drin, mit denen ich rumlaufe ganz gerne. Hier ist ein bisschen Chebu-Zeug. Ja, dann hänge ich mir das um den Hals. Kescher und Angelschein noch schnell in die Jackentasche und dann kann man einfach mal ganz simpel damit loslaufen. Ne? Aber erstmal liegt das hier mit oben drauf. So. Ach so. Das hier ist noch eine Regenhose. Die kann ich komplett über alles drüber ziehen, damit, wenn es mal richtig regnet, nicht alles weggammelt. Hier kommt nochmal, normalerweise kommt hier noch eine Getränkeflasche rein. Und hier oben am Karabiner noch der große Kescher. Und dann kann es losgehen, dann kann ich laufen. Hab beide Hände frei. So soll das sein. Ich hoffe, es war interessant. Ihr habt das ein oder andere gesehen und ansonsten viel Spaß beim Angeln und wir sehen uns am Wasser. Ciao, ciao.